wunderschön. Einen wunderschönen, meine Lieben. Herzlich willkommen zum neuen Video. Herzlich willkommen auf dem Weg nach St. John. Freitagmorgen. So, ich und meine Jabi, wir sind unterwegs. Zum Ladepunkt. Seht, sieht es so ein bisschen durchwachsen aus. Es ist durchwachsen. Ich habe mal auf dem Radar geguckt, da sieht das ja nicht so gut aus. Aber morgen sieht es überall gut aus. Das ist schon mal sehr schön. Und nächste Woche sieht es noch an Tage gut aus. Also sagen wir mal, alles wird gut, alles wird schick. Heute hat ein bisschen durch Schnee zu kämpfen. Aber nicht viel, hoffe ich. Es sieht zwar groß aus, der Gebiet, aber naja. Wir werden mal sehen, ob es beim Laden schon losgeht oder ob es wegzieht oder ob es rüberzieht. Es soll ja Richtung Nordosten so ein bisschen ziehen. Also ich hoffe, dass ich nachher rauskomme Richtung Fredericton ein bisschen besser habe. Aber wenn nicht, dann muss ich halt durch Schnee. Was will man machen? Ne? Fahren wir halt ein bisschen langsamer und dann ist das schon in Ordnung. Jetzt reicht noch 7 Meilen bis St. John. Und dann mache ich mal Lademann. Ja, ich habe jetzt wieder mein Reset rum, waren 1,5 Tage, war nicht allzu viel, aber ich habe wieder mal ein bisschen organisiert, weil so busy durchweg sozusagen. Ja, meine Steuern und so weiter und so fort und alles jetzt, ich war dann noch mal im Steuerbüro, weil sie die Daten nicht öffnen konnten. Habe ich noch einen Stick gemacht, hingebracht, alles gut jetzt. So. Das ist alles organisiert für die nächsten 2 Wochen. Ich muss heute noch ein bisschen anrufen, ein paar Telefonate heute noch erledigen und dann bin ich aber auch gut. Wir schreiben mittlerweile Ende Februar und das ist sehr gut. Das ist super. Ja, ich finde das sehr gut. Denn wir kommen irgendwann jetzt, unterwegs bin ich schon im März. Ich hoffe mal, dass ich dieses Mal, weiß ich noch nicht, also ich meine, mir ist das von der Sache egal, aber vielleicht kriege ich auch eine Tour in die USA mal wieder von Alberta und fahre quer durch die USA zurück. Kann natürlich auch sein, aber das muss man mal sehen. Gucken, was sie haben für mich. Grenzen sollen ja soweit alle clear sein. Ich hoffe, euch geht's alle gut. Ja, auch ungeachtet dessen, was da im Moment passiert, ist ja nicht so schön. War da gerade ab hier, die Koffer, dass das noch bald wieder zu Ende ist. Aber naja. Senden wir mal positive Energie überall hin und dann geht das schon. Und dann wird das schon, wenn wir alle machen, dann wird auch alles gut. Wie gesagt, ich bin gleich beim Kunden und dann werde ich laden erstmal, mir alles schön verzogen machen, tun. Ich habe ja wieder meinen Rolltarp hinter mir. Gucken wir mal, wie danach der Forecast ist. Und dann schauen wir mal, wo uns heute Abend hinspülen. Da bin ich relativ entspannt, muss ich sagen. Ich habe einen Drop. Ich hatte erst 2 Drops in Winnipeg, aber es ist nur ein von Ironix. Da muss ich wieder hin. Der 2. Drop wurde gecancelt. Obwohl ich bei Beden schon mal war, die liegen jetzt auch nicht weit weg. Also das hätte ich schon machen können.
Aber wie gesagt, ist nur ein Drop in Winnipeg. Der sollte Montag dann auch wieder stattfinden, so wenn alles gut läuft. Und dann fahren wir weiter nach Alberta. Nämlich schon, oder? Weißt du? Und ich will hier nicht so viel Dreck drin bringen. Deswegen müssen wir vorher schon wieder nackig machen. Das ist so. Das ist so. Meine Fresse. Ich hätte meinen Arm rausgelassen. Aber nicht mein Richtchen. Gut, wie lange haben wir da gebraucht? 1,56, 2 Stunden. Ja, gut, die Scheiße hält immer auf hier. Mal schneller. Das hält immer auf. Jetzt muss ich erstmal hier mein. Ich habe nämlich hier eine Hemofektik entwickelt, ein System. Dass ich hier vorne quasi umziehen kann, fast. So, jetzt schneit draußen. Zeige euch gleich noch. Das gucken wir uns mal gleich noch mal an hier, meine Lieben, wie es denn aussieht. Überall. Überall. Warte mal, ich muss mal mein Gesicht darin halten mit meinem Telefon hier. So, gucken wir mal. Da ruft der Christian gerade an. Ich zeige euch aber kurz noch mal mein Dings da. Jawohl. Gerade eben.
LKWs. So, die Eingefleischten kennen das schon. Ich bin jetzt quasi gleich in Quebec. Die Straßen sind jetzt okay. Zwischendurch hatte ich, also bis Grand Falls war es nicht so schön, aber jetzt geht das. Gucken, was mich nachher noch in Quebec erwartet. Denn hier ist ja ein Schneegebiet rübergezogen. Oder ist auf dem Weg oder löst sich irgendwann auf, wie auch immer. Aber ich bin jetzt hier gleich in Déchelis, Madawaska. Da fahre ich kurz runter. Machen mal ein kurzes Päuschen, weil bei mir wird es heute ein bisschen knapp werden, um meinen Truckstop zu erreichen. Aber wenn die Straßen so bleiben, dann sollte das kein Problem sein. Welcome to Quebec! Gerade den Christian gesehen, ich hatte jetzt leider die Kamera nicht an, aber der war auf der anderen Seite. Kam hier entgegen, aus Montreal. Und davor war auch ein Kollege, der kam hier auch entgegen. Also wühlen sich alle heute durch den Schnee, aber hier, wie gesagt, ist das okay. No problem. Thank you.
Wunderschönen guten Abend. Ach so, ja, ich muss die Bremse losmachen. Dann komme ich weg. Ich habe gerade noch mal ein bisschen getankt hier. Und fahre jetzt so weiter. Also die Straßen sind nicht mehr so doll heute. Ich komme auch nicht dahin, wo ich hin wollte, eigentlich ursprünglich. Aber das liegt halt so ein bisschen an der Piste. Die ist heute nicht so schön. Hier runter nach Montreal. Bis kurz vor Quebec City war eigentlich alles okay. Apart of New Brunswick natürlich, das Stück da, wo ich da ungefähr 250, 300 Kilometer im Schnee da durch die Gegend geeiert bin. Aber ja, ist halt so. Straßen sind nicht so dolle, also muss ich heute wohl oder übel in Montreal stehen bleiben. Das hatte ich jetzt nicht geplant, ich wollte eigentlich hinter Montreal kommen, aber mein Gott, sei es drum, ehrlich gesagt. Kommt meiner Lady noch schön Diesel gegeben und ein bisschen Wischwasser natürlich auch gefüllt. Nochmal meine Lampen vorne sauber gemacht, aber das bringt ja auch nicht viel bei dem Salz. Aber du weißt halt immer nicht, ob die Straßen sind die gut, sind sie nicht gut. Es gibt immer noch genug PKWs, die ich sehe, leider Gottes. Auf der Piste. Es ist noch relativ viel Verkehr hier kurz vor Montreal. Ich habe es aber nicht mehr allzu weit. Ich habe bloß noch 2 Stunden 32 auf der Uhr und davon brauche ich noch 1,5 Stunden. Oder mehr als 1,5 Stunden. Und so weg wahrscheinlich mit, weiß ich nicht, 30 Minuten oder 35 Minuten Restzeit. In Montreal stehen bleiben heute. It is what it is. Wunderschönen guten Morgen, meine Lieben, aus Kanawake hier in Montreal. Das Schöne ist hier, ich stehe auf dem Nahneus und da brauchst du am Wochenende nicht bezahlen, weißt du? Sonst müsstest du ja jetzt $20 löhnen, aber das brauche ich heute nicht. Oh ja, hier, ja, ich hab's gemacht. Ich bin gestern Abend so spät hier zum Stehen gekommen. Ich bin in die Mitternachtszeit, nach Mitternacht drin gekommen, in die New Brunswick-Zeit, weil da vorne auf der Ecke war ein Unfall. Und da war ich 40 Minuten lang drin gestanden. Und ja, dadurch wird mir heute eine halbe Stunde geklaut von meiner Fahrzeit. Also habe ich nur 12,5 Stunden, aber reicht ja auch. So. Dadurch wird heute wahrscheinlich nur Campus Casing werden. Das heißt nur, wenn ich. Das Wetter ist ja wunderbar heute. Und wenn ich mir mal auf dem Radarbild angucke, was heute los ist. Haben wir über Syracuse in New York ein bisschen Schnee, Buffalo und ja, ein bisschen könnte was kommen von North Bay, aber das sieht wirklich nicht schlecht aus. Winnipeg ist momentan auch gut. Also, wir haben in den Rockies, habe ich gerade gesehen, gerade weggegangen. Nee, also alt nur gut. Selbst Alaska sieht aus ohne Schnee, ohne Schneewolken. Nee, stimmt nicht ernst. Da sind ein paar kleine Schneegebiete sind da unterwegs. Bin schon zu weit, bin jetzt in Russland. Ja. Und ein bisschen Regen. Regen in Anchorage. Okay. Egal, Leute. Ich weiß, das ist dann schon ein bisschen lange her oder ein bisschen weiter her, aber ich muss ein, zwei Sätze noch dazu sagen, zur jetzigen Situation. Ich möchte gerne dazu sagen. Bei allem, was ihr seht und was da gezeigt wurde im Moment, ja, wie soll ich sagen, ist für mich die Dinge ist, also im Prinzip kann man so zusammenfassen, mit dem Krieg stirbt die Wahrheit und deswegen muss man vorsichtig sein, was man sieht und was berichtet wird. Es ist so viel Propaganda dahinter. Ich habe mir jetzt mal aus unterschiedlichen Richtungen mal die Berichterstattung angehört. Das ist ja unglaublich, es ist ja wirklich unglaublich, was da wieder berichtet wird. Es ist absolut, ein Krieg ist immer das letzte Mittel und
für mich ist einfach nur ganz wichtig, dass man versteht, dass Krieg überhaupt kein Mittel ist. Und ich denke aber, um da zu verstehen, was da abgeht, da muss man schon die History kennen. Also ich kann jetzt mich nicht hinstellen und mir das einfach machen und sagen, Putin ist der Böse. Das kann ich nicht. Da muss ich mich schon ein bisschen die Geschichte angucken und die Vorgeschichte angucken, was da passiert ist. Und in den letzten 20 Jahren oder 30 Jahren. Ich glaube, dann sieht man die Sache schon ein bisschen klarer. Und vom anderen Winkel her. Ja. Weil man muss sich dann immer auch von der anderen Seite vorstellen, was da passiert ist in den 20 Jahren. Und dann muss man es so umdrehen, dass man sagt, okay, jetzt stellt euch mal vor, das wäre auf der und der Seite so passiert. Einfach mal, wie gesagt, nicht beeinflussen lassen, selber denken und die Historie auch mal ein bisschen passieren lassen und mal erkunden, dann kommt man noch zu einer etwas anderen Auffassung. Wobei für mich, wie gesagt, Krieg ist keine Alternative, niemals. Deswegen verurteile ich es natürlich auch, weil es völkerrechtswidriges Verhalten, Menschen oder ein Land in ein unabhängiges Land anzugreifen. Das steht außer Frage. Nur muss man das dahinter kennen. Das rechtfertigt jetzt zwar nicht, aber man muss es einfach kennen und dann kann man sich ein eigenes Bild machen. So, that's it. Cut. Wir haben schönes Wetter heute. Und trotz alledem, ich bin positiv gelaunt, ich bin gut gelaunt heute Morgen. Ich habe zwar nicht viel gepennt, aber im Endeffekt fühle ich mich ganz wohl. Obwohl jetzt momentan gerade nicht so aussieht, aber ich fühle mich wohl und freue mich jetzt auf losfahren. Ich fahre ja Richtung Westen, also wird mir die Sonne die Augen nicht allzu schwer machen. Und zur Not muss ich halt unterwegs mal anhalten und mal einen kleinen Haier machen. So, ich habe jetzt wieder die Zivilisation verlassen. Bin jetzt wieder. Zeig mir verschluckt. Warte. Der hat mir in der Nähe gegönnt. Oh, die Sonne kommt raus. Gerade aufwärts zu schneiden ein bisschen. Wie gesagt, wir haben jetzt die Zivilisation wieder verlassen. Ich bin jetzt Nordbay durch. Und jetzt wieder auf die 11. Richtung Eisbären wieder. Wetter ist okay. Sieht nicht mal schlecht aus. Ich habe noch ein paar Schneeschauer sind unterwegs Richtung Kapus Casey. Aber es sind wie gesagt Schauer. Es ist nichts Dunkelblaues. Also wollen wir mal sehen. Ich habe jetzt noch 6 Stunden auf meiner Uhr. Ich weiß noch nicht, ob ich vielleicht nach Hearst komme. Ich muss mal gucken. Es kommt drauf an, wie es so läuft. Hearst könnte knapp werden, aber es könnte funktionieren. Hätte ich morgen weniger. Könnte ich es morgen wieder bis Winnipeg oder bis hinein nach Manitoba schaffen. Kommt natürlich auch immer halt auf Wetter an, aber ja, mal sehen. Ich habe jetzt mittlerweile fast 7 Stunden. 7 Stunden rum. Und jetzt, wie gesagt, fahre ich meine Strecke wieder hier hoch. Ja, höre ein bisschen, was so passiert in der Welt. Ihr wisst ja, ich höre ja immer so ein bisschen hin und sondiere und sortiere. Jetzt hat mir dieser Keksbrümel, der macht mir auch zu schaffen, ey. Gibt es denn so was? Ich bin heute auch ein bisschen müde, muss ich sagen. Weil ich letzte Nacht nicht viel geschlafen habe. Das ist ja immer so, wenn du vom Rhythmus her wechseln musst, also sprich, der erste Tag ist immer relativ lang. Ja. Ich habe erst um 0 Uhr oder so da gestanden. Dann bin ich aber um 4:30 wieder aufgestanden, bin duschen gegangen und bin dann sofort dann wieder weiter, nachdem ich konnte. Also gerade so 8 Stunden Pause gemacht. Bis 7:30 musste ich stehen, ich bin um 11:30 war ich. Also fast 10:30 Zeit in New Brunswick habe ich gestanden
Und dann gehst du ja auch nicht gleich ins Bett. Naja, also schläfst du irgendwo so 4-5 Stunden. Und dann ist der nächste Tag, damit du den nächsten Tag auch früh starten kannst, relativ. Dass man dann auch in einen relativ normalen Rhythmus kommt. Morgen ist da kein Problem, morgen kriegen wir eine Stunde zurück. Wenn ich da so um 6 Uhr starte, dann habe ich morgen früh, ein bisschen früher Feierabend auch. So muss man sich halt Richtung Westen dann wieder rinpushen. Wenn man, wenn ich jetzt früh laden würde, wäre das natürlich schon anders am Freitag, aber ich kann mal erst um 10 laden. Dann ist bei denen so eingetaktet und die haben vorher immer noch Trucks, die sie beladen. Also kommen wir immer erst um 10 dran und dann kommst du natürlich auch erst um 12 weg. Oder kurz vor 12, je nachdem wie schnell du bist, je nachdem wie viel sie laden. Und dann, ja, und dann musst du halt noch ein Stückchen kommen. Ich bin gestern ja nur bis Montreal selber gekommen, aber ein Stückchen hinter, auf dem First Nation Truck Stop. Und jetzt bin ich, wie gesagt, locker unterwegs. Voll getankt, guter Dinge, aber halt ein bisschen müde. Ja, passiert ja mal. Aber verkehrmäßig ist das hier wirklich okay. Jetzt hier hat man nicht allzu viel Trucks hier heute, muss ich sagen. Was mich jetzt so permanent überholen will oder sowas. Nee, ist eigentlich relativ okay. Ich muss mal sehen, ob ich heute auf dem Flying J in Cabos Casing unterkomme. Ich bin um 8:30 oder wenn alles gut läuft, könnte ich vielleicht ja schon um 8 da sein. Dann allerdings muss ich überlegen, ob ich noch eine Stunde weiterfahre, um nach Hearst zu kommen. Dann werde ich wahrscheinlich auch machen. Ne? Von den Dinger, ja. Das sind diese sogenannten Snowquills. Das sind so wie so kleine Schneewirbel. Und die drehen sich hoch und das fällt nicht runter. Du siehst gar nichts mehr. Du siehst da überhaupt nichts. Ich hatte 3 oder 4 Stück, bin total müde jetzt. Und habe mich auch ein bisschen durchgekämpft bis zum Flying J. Und es war noch eine Parklücke frei. Und diese eine Parklücke reicht mir. Und da stehe ich jetzt drin. Aber echt, das war ein bisschen Kampf hier. Ich hatte überlegt, ob ich noch nach Hearst fahre, aber das hat sich total erledigt, weil ich habe Zeit gebraucht. Ich bin ein paar von diesen Squirrels da reingekommen. Zwischendurch ist dann wieder nichts. Ne? Aber der Wind kam noch dazu. Und da siehst du gar nichts. Die Straße war nicht mehr zu sehen. Das war absolut, ja, das war anstrengend. Da weißt du, was du gemacht hast. Und deswegen werde ich jetzt zum Feierabend trinken, meine Lieben. Und dann werde ich auch, ja, ins Bett. Es ist Zeit. Es ist wirklich Zeit. Also, wir sehen uns morgen früh. Ausgeschlafen und wieder okay. Das war echt. Ja, hier nicht momentan, auf dem Flying J, hier steht alles nicht raus, nicht rein, weil alles natürlich verschwindet, weil die Squirrels sind wirklich, ja, sind schon absolut, da siehst du nichts mehr drin. Du siehst die Straße nicht, da kannst du kein Fernlicht, du siehst, ist in der Dunkel, da fährst blind, da fährst echt blind. Ich habe mich bloß, sagen wir mal, ein bisschen weit weggehalten von der rechten Seite, also sprich nicht zu tief, weil da ist ja dann kommt ja dann irgendwo dann die Ditch.
schon mal Licht von vorne kam. Auch langsam, aber dadurch hast du zumindest gesehen, okay, dann ist so da, du bist einigermaßen richtig in der Spur. Ne? Absolut, absolut. Du siehst gar nichts. Ja, die Warnung kam spät, ich habe auf dem Handy gesehen, dass die Warnung von diesen Scrolls ist. Wie gesagt, die ist aber wahrscheinlich immer noch da, kann ich mal gucken. Teilweise auch auf Straße, bis dann gefahren. Absolute Schneedecke mit eben, also 10 cm waren da bestimmt einfach eine Schneedecke da gewesen. Und dann fährt sich ja. Kann man ja nicht meckern. Es ist ja so, dass es ist ja nicht so, dass du rutscht oder so. Aber halt die Sicht, du siehst halt die Straße nicht mehr. Ne? Also manchmal, ja, diese Jahr kann schon alle Jahre. Nur den Lake-Effekt hat ich noch nicht gehabt, aber den will ich jetzt nicht unbedingt haben. Aber den Rest hat glaube ich schon durch jetzt. Snow Squirrels, Whiteouts, Storms. Reicht. Ich kriege jetzt ein Bier in den Bett.